Wir wollen ein chemisches Gleichgewicht berechnen. Wir wollen berechnen, bei welchem Reaktionsstand die freie Enthalpie, die Instabilität, ein Minimum besitzt. Wir haben eine einfache Reaktion, A geht zu E. Die Reaktionsmischung hat eine freie Enthalpie, die abhängt von der Temperatur, vom Druck und von den Stoffmengen von A und Stoffmengen von E. Während der Reaktion nimmt die Stoffmenge von A ab, die von E zu. Wir sprechen hier vom Formelumsatz Xi. Die freie Enthalpie hängt auch von der Temperatur, vom Druck und von den Stoffmengen von A und E. Die Änderung der freien Enthalpie hängt ab von der Änderung der Temperatur, Änderung des Druckes und Änderung der Stoffmenge. Wenn wir die Temperatur und den Druck konstant halten, können wir die ersten beiden Summanden wegstreichen. Wenn wir außerdem dNe gleich minus dNa setzen, entsprechend der Gleichung hier oben, haben wir diese Beziehung und haben eine Aussage für die Änderung der freien Enthalpie mit dem Reaktionsfortschritt, nämlich die Differenz der chemischen Potenziale. Wenn wir die freie Enthalpie in den Reaktionsstand Xi auftragen, dann entspricht dG nach dXi der Steigung dieser Kurve. Wir wollen diese partielle Ableitung als Delta G abkürzen. Delta G nennen wir Affinität oder Antrieb. Links vom Gleichgewicht ist der Antrieb negativ. Hier sind offensichtlich die chemischen Potenziale der Ausgangsstoffe größer als die der Endprodukte. Rechts vom Gleichgewicht ist μe größer als μa und direkt am Gleichgewicht sind die beiden Größen gleich groß. Delta G, der Antrieb, ist hier gleich 0. Negatives Delta G heißt, die Reaktion ist spontan möglich, exergonisch. Positives Delta G heißt, die Reaktion ist spontan nicht möglich, endergonisch. Und im Gleichgewicht ist der Antrieb gleich 0. Man muss unterscheiden zwischen dem Antrieb Delta G, der Steigung der Kurve G als Funktion von Xi entspricht, und dem Standardantrieb Delta G 0, der lediglich dem Abstand der freien Enthalpien der reinen Edukte und reinen Produkte entspricht. Hier haben wir eine Reaktion, die als Ganzes exergonisch ist. Die Potenziale der reinen Produkte sind kleiner als die Potenziale der reinen Edukte. Trotzdem wird die Reaktion nicht vollständig stattfinden, denn wir haben ein Minimum der freien Enthalpie. Jenseits des Minimums wird Delta G, der Antrieb, positiv. Für exergonische Prozesse gilt, die Endprodukte sind stabiler als die Ausgangsstoffe. Die Gleichgewichtskonstante ist größer als 1. Der Standardantrieb ist negativ. Für endergonische Prozesse gilt, die Endprodukte sind instabiler als die Ausgangsstoffe. Der Standardantrieb ist positiv und die Gleichgewichtskonstante ist kleiner als 1. Um Gleichgewichte zu berechnen, benötigen wir die chemischen Potenziale der Komponenten, insbesondere die Abhängigkeit der chemischen Potenziale von der Verdünnung. Die Gleichung, die wir für Gase abgeleitet haben, können wir verallgemeinern. Das chemische Potential ist gleich einem Standardpotential plus RTLN, einem Konzentrationsmaß. Diese Aktivität, die man auch manchmal in eckigen Klammern formuliert, ist bei Gasen gleichzusetzen mit dem Partialdruck, eventuell korrigiert um eine Fugazität, ist bei kondensierten Phasen gleichzusetzen mit dem Molenbruch, eventuell korrigiert mit einem Aktivitätskoeffizienten, und ist bei gelösten Stoffen gleichzusetzen mit der Molarität in Mol pro Liter, eventuell korrigiert um einen Aktivitätskoeffizienten. Wir unterscheiden den Standardantrieb, den wir aus den Standardwerten der chemischen Potenziale berechnen können, und den Antrieb oder Affinität, den wir aus den chemischen Potenzialen berechnen können. Wenn wir den Antrieb einer beliebigen Reaktion ermitteln wollen und die entsprechenden Formeln für die Konzentrationsabhängigkeit einsetzen, erhalten wir diese Funktion. Darin findet sich ein Quotient der Endproduktkonzentration durch Ausgangsproduktkonzentration. Dies ist der Reaktionsquotient QR, der auch ein Maß ist für den Stand einer Reaktion. Er kann von 0 bis unendlich alle Werte annehmen. Wichtig ist das Gleichgewicht. Hier ist Delta G, der Antrieb, gleich 0. Und dann wird der Standardantrieb gleich dem Negativen dieses logarithmischen Ausdrucks. Gleichzeitig wird der Reaktionsquotient zum Reaktionsquotient im Gleichgewicht. Und dieser heißt Gleichgewichtskonstante K.
Mit dieser Beziehung können wir Gleichgewichtskonstanten aus Standardantrieben ausrechnen. Den Standardantrieb können wir nach der Gibbs-Helmholtz-Gleichung berechnen. Zum Beispiel ergibt sich für den Zerfall von Distickstofftetroxid ein Standardantrieb von plus 5 kJ pro Mol. Wir haben ja den Fall einer endergonischen Reaktion. Die Produkte sind weniger stabil als die Edukte. Das Gleichgewicht liegt also auf der linken Seite. Wenn wir die Lage des Gleichgewichts ausrechnen wollen, setzen wir Delta G0 in unsere Gleichung ein und berechnen als K-Wert 0,13. Wir haben hier nur den Zahlenwert von K. Wenn wir die Einheit von K auch wissen wollen, müssen wir das Massenwirkungsgesetz formulieren und erhalten dann die Einheit von K zu bar. Auch mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung können wir Standardantriebe ausrechnen. Die Standardantriebe sind gekoppelt mit der Gleichgewichtskonstante. Wir unterscheiden hexagonische Reaktionen mit Gleichgewichtskonstanten über 1 und endergonische Reaktionen mit Gleichgewichtskonstanten kleiner 1.